Im Rahmen der Gesundheitswochen von Herzenslust haben wir zum Thema Kommunikation mit Ärztinnen mit Herrn Dr. Kümmerle aus der Praxis am Ebertplatz in Köln gesprochen. Herr Dr. Kümmerle, in Köln erleben wir durch die gute Versorgung von HIV- und STI-Schwerpunktpraxen die einigermaßen luxuriöse Situation, dass viele schwule Männer schon ganz offen über das Thema Sexualität sprechen können. Sei es, wenn sie die PrEP nehmen und die Regeluntersuchungen wahrnehmen oder durch die Behandlung von bestehenden Infektionen oder durch Routinetests einfach. Es gibt aber viele Menschen, denen das nicht so leicht fällt oder die mit ihren Ärzten und Ärztinnen das Thema nicht so gut besprechen können. Was würden Sie denen empfehlen? Wann macht das Sinn, von sich aus das Thema anzusprechen und warum? Also grundsätzlich ist es fast ein bisschen verwunderlich, weil ich finde, das Thema Sexualität gehört eigentlich in jede Hausarztpraxis oder in jedes Setting zwischen Arzt und Patient, weil es einfach ein wichtiges Thema ist, weil es ja nicht nur zu tun hat mit sexuell übertragbaren Infektionen, die sich unterscheiden können, sondern auch mit der psychosozialen Situation. Ne? Auch das Thema Partnerschaft gehört ja eigentlich in eine hausärztliche Praxis rein. Deswegen sollte es eigentlich so sein, dass ein guter Arzt den Patienten am Anfang fragt, ne, wie geht es dir gesundheitlich, aber auch, was machst du beruflich? Schläfst du mit Männern, schläfst du mit Frauen, mit beiden, was auch immer? In unserer Praxis ist das schon selbstverständlich. Ich glaube, in vielen großen Praxen, vielleicht gerade auch mit jüngeren Ärzten, ist das tatsächlich auch eine Normalität heutzutage. Wenn das gar nicht angesprochen wird, dann würde ich, glaube ich, als Patient das mal tun, würde mal versuchen, wie reagiert denn der Arzt darauf? Es gibt Ärzte, glaube ich, denen ist es schon peinlich, auch nur einen HIV-Test anzubieten, weil sie denken, oh, da unterstelle ich dem Patienten irgendwas Schlimmes, wenn ich den HIV-Test vorschlage. Aber es gibt bestimmt auch Ärzte, die da ganz entspannt reagieren, vielleicht sogar froh sind, dass das Thema auf den Tisch kommt. Also ansprechen, wenn die Reaktion blöd ist und wenn jemand sagt, was hat das hiermit zu tun, dann ist es wahrscheinlich nicht der richtige Arzt, ne? Weil es wirklich wichtig ist für die medizinische Betreuung von Menschen. Was würden Sie sagen, wenn ich dann merke, dass das Thema Sexualität nicht ganz ernst genommen wird im Gespräch? Weil gerade in ländlichen Gebieten ist es ja nicht so, dass man dann einfach sagen kann, ich wechsle jetzt mal dann zu der nächstbesten Praxis. Nicht einfach, ne? In der Stadt hat man die Auswahl, kann im Zweifelsfall einfach eine Straße weitergehen und hat eine ganz andere Situation. Auch eine Frau statt einem Mann vielleicht, wenn einem das lieber ist. Ne? Kann gezielt vielleicht auch nach schwulen Ärzten suchen. Um davor vorab schon mal ein bisschen eine Offenheit vielleicht abzuklären. Ich würde schon denken, dass man dem Arzt die Chance geben sollte, auch wenn jetzt Sexualität tatsächlich nicht sein Steckenpferd ist oder das als erste Frage kommt, ne, das einfach mal das Gespräch drauf zu lenken. Ich glaube wirklich, dass es, wenn so eine große Ablehnung kommt oder großes Unverständnis oder man wirklich merkt, der Arzt kennt dieses Thema gar nicht, der weiß nicht, wie schwule Sexualität funktioniert zum Beispiel oder wie offen Sexualität heute sein kann, ohne da irgendwie moralisch zu werden. Ne? Wenn das so gar nicht passt, dann ist es, glaube ich, wirklich ungünstig, weil das einfach dafür sorgt, dass man nicht so gut versorgt wird medizinisch. Es gibt ja bei uns Fälle, die kommen mit Chlamydieninfektionen im Analbereich, die seit Monaten von Arzt zu Arzt rennen, kriegen immer nur Kortisonshäppchen, weil man denkt, das ist halt irgendeine Entzündung und keiner kommt drauf, dass das sexuell übertragbar ist. Ne? Und solche Sachen können, glaube ich, passieren, wenn man als Arzt nicht weiß, was da auch möglich ist sozusagen bei Menschen und wenn man da nicht offen ist, da mal zuzuhören. Und da ist man dann nicht gut aufgehoben, da würde ich wirklich wechseln. Können Sie mir sagen, welche Tests für sexuell aktive Männer, die Sex mit Männern haben, wichtig sind oder muss das immer grundsätzlich im Einzelfall geklärt werden? Es gibt da einen ganz sinnvollen Standard, ne, dass man alle 3 Monate, also für den Fall, ne, sexuell aktiver Mensch mit einem lebendigen Sexualleben, dass man da alle 3 Monate bestimmte Blutuntersuchungen empfiehlt. Das ist vor allen Dingen HIV, das ist Syphilis, das kann auch Hepatitis sein, A bis C, ne, das sind ja die man testen kann. Und manchmal auch so ein bisschen je nach Beschwerden kann man zusätzlich Abstriche machen auf bestimmte Bakterien, die man eben nicht im Blut findet, sondern nur direkt auf den Schleimhäuten. Also Chlamydien oder Gonokokken. Mal gucken, dass man Abstriche von bestimmten Körperregionen macht, um da auch zu schauen, ob da irgendwas vielleicht ist, was da nicht hingehört. Wenn man sich jetzt also dazu entscheidet, in der hausärztlichen Praxis Routinetests zu machen, weil ich mich zum Beispiel vor den Spätfolgen von unentdeckten Infektionen schützen möchte, muss ich dann die Kosten selbst tragen oder nur einen Teil oder bezahlt die Kasse auch was? Und was muss die Kasse auf jeden Fall bezahlen? Also worauf habe ich Anspruch? Ja, da sind wir in Deutschland Gott sei Dank in einer sehr guten Situation. Man kann sagen, dass in Deutschland die Kasse alles medizinisch Sinnvolle bezahlt. Wenn ich einen Verdacht auf eine Infektion habe, also jemand sagt entweder, ich habe Beschwerden oder ein Partner hat mir zurückgemeldet, lass dich mal untersuchen
oder es gibt im Bekanntenkreis immer wieder Infektionen oder was auch immer. Wenn ich also einen Grund habe, einen Test zu machen, werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen. Das gilt für HIV, das gilt für Syphilis, das gilt auch für die Abstriche. Also gibt es eigentlich keine Ausnahmen. Und wenn es da Diskussionen gibt, muss man auch sagen, dann lieber die Praxis wechseln, weil das soll nichts kosten. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Es geht ja um eine Gesundheitsfürsorge und die Krankenkasse hat explizit gesagt, wenn es um diese Erkrankung geht, möchten wir die verhindern. Und deswegen sind die Tests erlaubt. Heißt Verdacht in dem Fall auch alleine die Anamnese des Sexualverhaltens? Also wenn ich sexuell aktiv bin als schwuler Mann, habe ich das schon quasi als Anspruchsleistung inklusive oder muss der Verdacht immer symptomatisch sein? Der muss nicht immer symptomatisch sein, weil es ja sehr viele Infektionen gibt ohne Symptome. Und deswegen ist der Krankheitsverdacht auch aus der Anamnese, also aus der Geschichte des Patienten abzuleiten. Ja. Wie reagieren Sie, wenn Leute sich vorab über Google und Co. informiert haben und vielleicht sogar mal einen Befund anzweifeln? Ich glaube, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat. Ich glaube, die meisten Ärzte heutzutage würden es begrüßen oder finden es gut, wenn das ein Verhältnis zwischen Arzt und Patient auf Augenhöhe ist. Und es ist nun mal so, dass der Patient sich selbst am besten ja kennt. Der beobachtet sich seit ein paar Jahren in den meisten Fällen. Der kennt seinen Körper, der weiß, was nicht richtig funktioniert. Und ein Patient, der aufgeklärt ist und der einfach mal vor dem Besuch schon mal nachschaut im Internet oder wo auch immer in Fachliteratur oder sich mit Freunden bespricht, was könnte denn dahinter stecken? Was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Das ist ein gut informierter Patient und mit dem würde man einfach diskutieren und gucken, auf welche Diagnose kommt man. Das heißt, ich und meine Kollegen, wir schätzen das, wenn Patienten mitdenken, mitreden. Es ist gleichzeitig natürlich auch wichtig, dass man sich insofern vertraut, dass wenn wir sagen, Mensch, das stimmt jetzt nicht, die Diagnose, die da im Raum steht, die kann es nicht sein, ne? Weil das haben wir aufgrund unserer Vorerfahrung, können wir das ausschließen, dann ist natürlich auch wichtig, dass man sich da insofern vertraut, als man auch irgendwie vielleicht dann dem Arzt das glaubt, was er sagt. Ne? Das ist, glaube ich, auch genauso wichtig. Aber also ein mitredender, mitdenkender Patient, der sich einbringt, der nicht ehrfürchtig vor dem weißen Kittel kuscht, ist uns lieber als andersrum. Gibt es sonst Eigenschaften, die man Ihrer Meinung nach als Arzt, Ärztin gerade im Hinblick auf das Thema sexuelle Gesundheit mitbringen sollte? Das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass man selbst als Arzt mit dem Thema entspannt umgeht, dass man da keine Vorurteile mitbringt, dass man offen ist, dass man interessiert ist am Menschen, der einem gegenüber sitzt. Und dann kann man eine Gesprächsatmosphäre schaffen, in der man ganz entspannt die Frage stellt, ne, wie sieht es mit Sexualität aus? Mit wem hast du Sex? Gehst du mit Männern ins Bett, mit Frauen, mit beiden? Gibt es da Besonderheiten? Gibt es Leidenschaften, die vielleicht wichtig sind, wo es vielleicht Fragen gibt, auch medizinischer Art? Ich glaube, wenn man so eine offene Gesprächsatmosphäre schafft, dann lädt das den Patienten ein, auch zu erzählen, ne, und Vertrauen aufzubauen und offen zu sein. Und das ist ja nicht nur für die sexuelle Gesundheit wichtig, sondern ganz allgemein für das Arzt-Patienten-Verhältnis. Wenn ihr noch Fragen habt, worauf ihr bei eurem ärztlichen Besuch achten solltet und welche STIs regelmäßig getestet werden sollten, dann schreibt uns oder den Projekten der AIDS-Hilfen und Checkpoints eurer Region. Häufig wissen die Mitarbeitenden dort, welche Praxen in der Umgebung auf die Behandlung von STIs spezialisiert sind.